Hi, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade noch zu Hause, fahre aber jetzt zum Pferd und dann habe ich da auch Reitstunde. Und ich dachte mir, heute erzähle ich euch einfach mal, warum ich mich fürs Dressurreiten entschieden habe. Oder eher gesagt, warum ich Dressurreite und nicht Springreiten mache. Und ja, ich würde sagen, falls in den Stall, wir nehmen nämlich alle Hunde mit. Also das kleine Monster hier, dann das Monster, was da liegt. Und jetzt suche ich noch das kleinste von allen. Und natürlich auch das kleine Schweinchen hier im Bettchen. Und damit wir die mitnehmen können, müssen wir den jetzt erstmal Mäntelchen anziehen. Denn jeder, der französische Bulldoggen kennt, weiß, dass die extrem kälteempfindlich sind. Tja, ich würde sagen, los geht's. So, Freunde, wir haben jetzt die Hunde fertig gemacht. Die haben jetzt die Jacken an. Okay, die andere, die versteckt sich gerade. Aber ich finde, die sehen stylisch aus. Auch wenn es dazu dient, dass denen nicht kalt wird, aber ist ja auch in Ordnung, wenn es auch noch gut aussieht. So, ich bin gerade mit dem Negro in der Halle, denn ich muss leider jetzt das Video filmen, da ich an dem Tag, wo ich Reitstunde hatte, nicht die Möglichkeit dazu hatte. Also es hat irgendwie nicht so gut gepasst. Und ja, ich musste mich da irgendwie mehr auf den Negro konzentrieren, deswegen konnte ich da jetzt auch nicht mehr so viel danach machen. Da war mein Kopf auch zu. Deswegen dachte ich mir, ich filme es einfach jetzt und sag euch, warum ich Dressur reite oder warum ich mich für die Dressurreiterei entschieden habe. Und nach meinen Gründen kommen dann noch ein paar Einblicke von unserer Reitstunde. Was ist mit dir los? Oh Mann. Ach so, übrigens. Geile Mütze, oder? Ich feiere sie. Grund Nummer 1, warum ich mich für die Dressurarbeit entschieden habe, ist einfach, Leute, ohne Scheiß, ich kann einfach nicht springen. Ich bin ohne Scheiß zu dumm dafür. Nummer 1, ich sehe keine Distanzen. Oder eher gesagt, ich weiß ja so, dass die Leute sagen, keine Ahnung, 3 Galoppsprünge oder 4 Galoppsprünge bis zum Sprung, checke ich alles, alles gut. Aber wenn ich auf dem Pferd sitze, ich weiß gar nicht, wann, ich zähle doch nicht die Galoppsprünge von meinem Pferd oder keine Ahnung, woher soll ich wissen, wie weit es von dem einen Sprung zum anderen Sprung ist. Also dafür bin ich einfach nicht, I don't know, ich bin einfach zu dumm. Der nächste Punkt ist einfach, dass Friesen nicht geeignet sind zum Springreiten. Also bevor ich den Negro hatte, bin ich mal ein bisschen gesprungen mit einem Pony, aber ja, seit ich den Negro habe, mache ich eher nur so ein paar Cavalettis oder auch mal ein Kreuz. Aber ansonsten war es das dann auch, weil ich einfach auch den Negro nicht dazu zwingen will. Ich glaube, er hat zwar Spaß daran, aber der Körperbau von einem Friesen macht es einfach nicht möglich. Die haben so eine anders gebaute Brust auch als andere Pferde. Und deswegen ist es halt für die noch mal ein bisschen anstrengender zu springen. Und ist auch, glaube ich, nicht so gut für die, wenn die nach dem Sprung aufkommen, weil die das einfach nicht so gut abfedern können. Der dritte Punkt ist, dass ich in der letzten Zeit, oder eher gesagt, seitdem ich angefangen habe zu reiten, viel mit auf Turnieren war oder auch natürlich selbst Turnier geritten bin. Und ja, da habe ich einfach sehr viele Unfälle mitbekommen, wo sich das Pferd und Reiter überschlagen hat oder auch andere Dinge. Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Thema. Am Anfang war ich immer so ein bisschen leichtsinnig und dachte mir so, ja komm, wir springen jetzt einfach mal da drüber. Aber ja, ich habe halt auch nicht die Angst, dass ich falle, sondern eher die Angst, dass sich mein Pferd dabei verletzt und dass mein Pferd mit mir zusammenstürzt, weil es kann halt immer mal passieren und da ist auch keiner schuld dran. Ja, deswegen ist es auch noch so ein großer Punkt für mich. Als nächstes ist es einfach so, dass mir die Dressurarbeit einfach schon immer gefallen hat, weil ich einfach finde, es sieht sehr, sehr schön aus und es harmoniert irgendwie immer so gut. Ich finde, das ist auch so die Kunst bei einem Dressurreiter, dass er einfach so vermittelt, dass es total leicht aussieht, dass jetzt jeder denken würde, er könnte auf ein Pferd steigen und es einfach so nachreiten. Und das finde ich einfach echt mega Hammer. Klar, es gibt immer die Ausnahmen, die es nicht so schön machen oder bei denen es sehr gezwungen aussieht, gerade vom Pferd aus. Aber ansonsten finde ich einfach, es sieht mega Hammer aus. Und ich finde es einfach Hammer, was für kleine Griffe die machen oder was für kleine Paraden die geben oder was weiß ich, dass einfach das Pferd direkt kapiert, was es tun soll. Negro, komm, wir gehen mal ein bisschen. Komm. Auf der Stelle stehen, ist langweilig. Komm, Dicker. Sorry für das hässliche Halsband, wollte ich gerade sagen. Nein, das Halfter, das ist einfach das Stallhalfter, was ich immer drauf habe. Deswegen, ich habe jetzt keinen Bock, das zu ändern, wegen dem Video. Der nächste Grund ist einfach, dass wahrscheinlich jeder weiß, dass Dressur die Grundlage von allem ist. Also nicht von allen Reitsportarten, aber halt auf jeden Fall vom Springen. Denn wer keine ordentliche Dressur reiten kann oder wer sein Pferd nicht ordentlich stellen und biegen kann,
der sollte es vielleicht auch mit dem Springen sein lassen, denn das ist ja nicht das Ding, dass viele Leute vielleicht sich einfach aufs Pferd setzen und zwischen den Sprüngen einfach rennen und sich denken, okay, schnell bis zum nächsten Sprung, Hauptsache er springt irgendwie drüber, weil das sieht auch teilweise sehr affig aus. Und damit es auch ein harmonisches Bild beim Springen abgibt, sollte man auch sein Pferd ausreichend Dressur reiten. Außerdem kann man ja eh nicht jeden Tag springen. Das ist fürs Pferd wahrscheinlich auch nicht so gut. Und ja, deswegen, Leute, lasst euch gesagt sein, lernt erstmal richtig die Dressur und dann könnt ihr euch ans Springen machen. Was auch so einer der Gründe ist, warum ich nicht springe, weil, ja, da müsste ich noch einiges lernen in der Dressur, damit ich sagen kann, dass ich mein Pferd im Parcours ordentlich arbeiten kann. Der nächste Punkt ist einfach, dass ich mache ja auch, also ich springe auch generell so im Negro, halt eben nur Cavalettis und Kreuze, wie ich halt gerade eben auch schon gesagt habe. Aber das mache ich halt eher nur so zum, ja, so als Gymnastik eher. So Leute, kurzer Cut an dieser Stelle. Es tut mir wirklich leid, dass das Video dieses Mal so ein bisschen durcheinander ist und dass ich so viele Cuts reinschieben musste. Aber euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich letzte Woche gar kein Video gepostet habe, denn es hat irgendwie nicht funktioniert. Mein Laptop, oder eher gesagt, der Laptop meiner Mutter war voll und es hat irgendwie alles im Schneiden nicht funktioniert. Und ja, deswegen habe ich jetzt irgendwie alles so umgeworfen, dass ich es heute auf jeden Fall hochladen kann. Warum ich aber jetzt letztendlich diesen Cut dazwischen schiebe, ist, dass ich das Video gerade am Schneiden bin. Und mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht etwas zu negativ rüberkam, gerade was das Thema Springen angeht. Das war aber keineswegs so gemeint. Ich wollte euch einfach nur die Gründe erzählen, warum ich denn so gerne Dressur reite. Und ich hätte da vielleicht eine Idee. Wir können ja auch gerne mal so ein Gegensatzvideo machen, dass ihr einfach mal seht, was denn am Springreiten cool ist oder warum es sich lohnt, Springen zu reiten. Und da ich nicht so eine Ahnung davon habe, da ich selber ja nicht mache, wäre es ganz cool, wenn ihr mir ein paar Kommentare schreibt oder halt auch eben auf meiner Instagram-Seite. Die werde ich euch gerade mal hier unten drunter verlinken, denn da könnt ihr mir auf jeden Fall immer schreiben. Also ihr könnt mir gerne immer Nachrichten schreiben und Fragen stellen und was auch immer. Ich werde die immer so gut ich kann beantworten. Ich finde es schon echt süß, was für liebe Nachrichten ich bekomme. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal Gründe, warum ihr gerne springen reitet, denn dann werde ich darüber auch mal ein Video machen, damit es einfach nochmal so ein bisschen aufgelockert ist. Ihr habt dann einfach beide Seiten, die ihr sehen könnt und könnt euch dann einfach entscheiden, was ihr denn gerne machen würdet. Und jetzt kommen noch ein paar Videos von Negro und meiner Reitstunde, denn das war es jetzt auch mit den Gründen von mir. Und ja, der Bock hat, guckt noch zu, der andere schaltet ab. Viel Spaß noch. Und bevor ich es vergesse, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen natürlich. Es würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.